Das Wetter ist schön, die Sonne scheint, wir stehen mitten im Wald. Ich würde sagen, wir gehen noch mal eine Runde jagen. Also ihr Lieben, legen wir los. Weiter geht's hier in The Hunter Call of the Wild. Und wir machen uns wieder auf die Socken und hatten ja im letzten Mal endlich die verbesserte Munition bekommen, beziehungsweise haben uns die kaufen können, haben die freigespielt sozusagen. Und jetzt versuchen wir mal mit dieser Piercing-Munition, mit dieser höheren Durchschlagskraft, auch auf etwas größere Tiere zu gehen. Ob wir die finden, werden wir sehen. Keine Ahnung, das ist ja alles immer sehr auch dem Zufall überlassen. Als erstes gucken wir natürlich wieder unten auf den Kompass und wir sehen, der Wind kommt aus dieser Richtung, aus nordöstlicher Richtung. Das heißt, wir gucken mal auf der Map. Nordosten, da waren wir schon, wir waren hier unten schon. Hier hatten wir, glaube ich, zuletzt die Kaninchen noch erledigt. Ich würde sagen, wir machen mal als großes Ziel einfach da oben den nächsten Aussichtspunkt. Da ist er in der Richtung, perfekt. Das heißt, wir laufen jetzt hier grob Richtung Norden und ich bin sehr gespannt, ob wir was hören, ob wir was sehen und vielleicht sogar noch was erledigen können. Also, langsam mal loslaufen und natürlich auch langsam laufen. Das ist halt immer der Knackpunkt, nicht zu laut rumstampfen hier. Augen und Ohren offen halten. Apropos, auch die Nase offen halten. Mach schon mal hier den Geruchsneutralisierer drauf. Jawohl. Perfekt. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns unser Fernglas und scannen gleich hier schön die Area ab. Ob wir nicht was sehen können. Wobei hier in diesen Bereichen, wo es hier so dicht und so viel Dickicht ist, da ist es natürlich immer äußerst schwierig. Jetzt wird's tricky. Ich würde sagen, das waren zwei. Wobei ich den zweiten Call, der kam irgendwie von hier, nicht orten konnte. Und jetzt ist die Frage, was wir machen. Erstmal callen und gucken, wer antwortet. Nachteil auf der Seite, der Mief schon wieder. In die Richtung geht leider wieder der Wind und trägt unseren direkt vor uns. Ruhig bleiben. Nicht zu nah am Baum schießen, Katastrophe. Das wäre jetzt Katastrophe. Immer noch Katastrophe. Und stehen bleiben und sollte das Herz gewesen sein. Also so nah vor der Nase. Immer noch nicht aufspringen. Gerne nochmal callen. Aha. Da hinten, das ist zwar eine kurzer Schreck sozusagen durch den Knall, aber die vergessen auch relativ schnell. Und vielleicht kriegen wir das zweite Reh auch noch gecallt. Das wäre natürlich der Hammer, ey. So, mittlerweile, jetzt gehen wir mal langsam dahin. Aber so soll es natürlich auch sein, ne? Sehen, vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit haben für das Ganze, das war jetzt sehr schnell. Und den Schuss gezielt setzen. Ein Schuss und fertig.
nicht da wild drauf rumballern auf das Viech. Und das wird dann eben auch belohnt. Munition, alles geeignete Munition, alles getroffen. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, war es frontal, Herz und Lunge getroffen. Hier sehen wir auch noch die Organe. Muskel, also durch den Muskel ins Herz, in den linken Lungenflügel. Zack, liegt sofort. Perfekt. Dementsprechend dann eben auch die Bewertung und das Geld, was wir kriegen. Angenommen. Perfekt. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ich bin immer noch in den Knien sozusagen, schleiche. Die Gänse hier, das ist ja der Hammer, wie viele Gänse hier rumflattern. Haben die das wieder erhöht? Da. Falsche Waffe ausgewählt. Der Wind ist ganz in der Nähe. Und liegt. Noch eins. Caller raus. Noch ein Reh. Was ist denn hier los heute? Da waren noch Schritte. Ob wir das nochmal reaktivieren können? Mal ein bisschen leise sein. Ja krass. Das ist ja krass. Wo sind wir denn hier, ey? Tja. Eigentlich ganz in der Nähe, ne? Gar nicht weit rummarschiert. Alles noch die Start-Area, ey. So, wir kommen natürlich, aber man merkt es auch wirklich mit der, von der Munition her, wir kommen natürlich deutlich besser durch. So, gucken wir mal hier. Ja, auch hier. Wieder Lungenflügel durch den, da haben wir auch den Knochen. Vorderlauf, Oberschenkelknochen links, zack, Lungenflügel, Herz, zapp, 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 alles drei mit erwischt. Perfekt. Perfekt. Nochmal mehr an Geld dafür bekommen. Sehr gut. So. Machen wir denn jetzt das Triple? Direkt in Folge. Schritte. Oh mein Gott. Da. Sie ist gar nicht. Zu spät. Ist gerade ein Schritt nach vorne gelaufen. Aber ich müsste den Lungenflügel noch getroffen haben. Also ist wahrscheinlich da hinten rumgelaufen. Darf aber auch eigentlich nicht so weit weg sein, weil Lungenflügel getroffen. Ja, man sieht es auch am Anschuss. Großer Fleck heißt auch guter Treffer. Da steht tödlicher Treffer gerade eben. Und
Das sollte nicht wirklich weit kommen, da liegt es auch schon. Perfekt. Nicht ganz perfekt, aber gut. Zack. Genau, das war ja die Situation. Von hier ist gerade ein Schritt nach vorne gelaufen. Das war halt schlecht. Ja. Na, ich hätte aber, glaube ich, das Herz auf nur schwierig getroffen. Leicht schräg unten. Ah, vielleicht. Vielleicht. Aber dann natürlich Muskel, Magen und Leber getroffen. Lunge noch nicht mal. Nicht mal durchgekommen bis zur Lunge. Naja, aber immerhin alles gut gegangen. 600 noch was an Bezahlung dafür bekommen. Jawolski, 3 Schuss, 3 Treffer. So soll das doch sein. Jetzt erstmal eben nachladen. Sehr gut, schön. Nochmal 50 Punkte fürs Gewehr. Das fängt auch schon gut an. Für Stufe 3 jetzt gerade. Da haben wir doch schon ganz gute Abschüsse. Ja, und jetzt geht es natürlich auch los, dass man sagt, okay, ab einem gewissen Level sozusagen oder ab einem gewissen Level, was man für sich selber ja auch irgendwie entwickelt vom Skill her, dass man sagt, okay, ich hätte vielleicht gerne Tiere mit einer Silberwertung, Goldwertung, Diamantwertung. Das heißt, so diese ganz einfachen Qualitäten. Da ist es dann vielleicht nicht so wichtig, aber wenn da mal so ein seltenes Viech rumsteht, mit einer hohen Wertung auch noch, man sieht das ja immer auch an den Tieren, wie da die Wertung ist, dann muss ich das auch versuchen, perfekt zu schießen. Guck mal, hier ist noch eins gewesen. Also Tiere, die nicht mehr da sind, die haben auch keine Spuren mehr. Demzufolge ist diese Spur ja noch da, also ist auch das Tier noch da. Das heißt, hier war doch noch eins. Und das war das vierte einfach in der Area. Ist das krass. Einfach 4 Rehe hier on spot gewesen. Und immerhin 3 Stück davon erledigt. Wow. Sehr schön. So, was hatten wir gesagt? Wir wollten hoch. Ich glaube, ich bin auch hier ganz richtig. Ich laufe jetzt einfach geradeaus weiter. Gehen wir mal so ein bisschen. Genau, einfach in Marschrichtung jetzt hier. Fängt schon wieder an zu regnen, jawohl. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich oben am Berg wieder. Alter, Leute. Wie man sich über Scheiße freuen kann, doch. Rothirsch. Und die Scheiße war nicht sehr alt, sondern nur alt. Das heißt, er ist noch gar nicht so lange weg. Gehend. Losung alt. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber so ein Rothirsch wäre doch der Hammer, oder? Das wäre ja der Hammer. Warnruf-Reh. Da steht's. Ja, das ist aber jetzt blöd, ey, mit dem Reh. Hör mal, Reh, ich will den Rothirsch, ey. Du, jetzt stehst du mir aber richtig im Weg. Wenn ich jetzt auf das Reh schieße, kann ich den Rothirsch auf jeden Fall knicken. Andererseits hätte ich das Reh.
Und den Rothirsch. Machen wir vielleicht das nächste Mal, oder? Gehen wir noch mal ein bisschen vorwärts, ob ich ein bisschen was sehen kann. Schön in die Knie, in Deckung. Langsam vorwärts. Vielleicht verscheuche ich gleich auch aus Versehen das Reh. Ich sehe es übrigens auch schon nicht mehr. Ei, 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 was ein Wetter, ne? Da war doch was. Was war denn da? Vielleicht gerade schon der Rothirsch. Ich konnte doch gerade E drücken, um es zu markieren. Also das Reh ist weg. Das Reh ist weg. Es ist nicht weg. Okay, das Reh ist jetzt weg. Guckt mich einfach nur an und denkt sich, Alter, was machst du denn da? Jetzt habe ich aber hier nicht mehr die Spur. Was ist das hier für eine Spur? Rothirsche. Wart ab, Alter. Da vorne rennen Rothirsche rum. Safe, ey. Hau ab, Reh. Ich will nicht. Tja, vielleicht endet es auch einfach im Nichts. Wie allzu oft. Irgendwo was gesehen oder vermeintlich, aber da war eine Markierung. Siehst du, hier haben wir wieder Spuren. Das kann natürlich auch sein, ne? Auch noch trabend, weil nämlich überhaupt keine Hirschspuren mehr da sind. Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach knapp im Dickicht die Markierung hatte auf Entfernung für diesen kleinen Rotfuchs. Das ist natürlich ein anderes, ganz anderes Kaliber, ey. Da ist wieder Hirsch, hier ist wieder Fuchs, der haut auch ab, trabend. Die sind super Lautstärke empfindlich auch. Super empfindlich. Rothirsch frisch. Hier sind doch noch Rothirsche. Hier sind doch noch Rothirsche. Die sind bestimmt hier so im Wasserbereich. Die wollen trinken. Tr-
trabend in die Richtung. Bahnhof. Jetzt wird's wild. Ja, komm ran, zieh dich nicht. Geruchsneutralisierer drauf. Der Wind ist uns entgegen, also eigentlich ganz entspannt. Lautstärke ist jetzt ganz gefährlich. Also ab in die Knie, ganz langsam hin. Und callen. Wieder Warnruf. Also auf jeden Fall aufgeschreckt, weil wir auch schon in der Nähe waren, hier durch mal gestrampelt sind. Wir sind einfach hier durchmarschiert wie so Elche. Das kann auch ewig dauern. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, da packen wir uns den Rothirsch. Wir sind ja jetzt schon auf der Spur, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir die kriegen. Also, Weidmannsheil, bis zum nächsten Mal.